Ja, moin moin, hier willkommen aus dem hohen Norden. Wir sind wieder am Start. An meiner Seite hier direkt neben mir die Svea und ich, der Andreas. Heute geht es ein bisschen um Stochastik. Und zwar gucken wir uns unter anderem mal diesen Binomialkoeffizienten an und vor allen Dingen wollen wir auch irgendwie klären, was bedeutet der eigentlich? Was rechnet der aus? Und das ist gar nicht so schwer, aber das schauen wir uns heute einfach mal an. Und jetzt würde ich sagen, gleich anfangen, nicht groß rumlabern, dann seid ihr auch schnell fertig, ne? Ja. Bis gleich. So, okay. Binomialkoeffizient. Ja, also das Teil sieht ja erstmal so aus. Sowas, ne? Mhm. Und wie liest sich das? 5 über 2. Richtig, das heißt 5 über 2, das bedeutet also nicht 5 halbe. Ja? Das ist also nicht das gleiche wie hier, wenn ich den Bruch 5 halbe einklammere. Ne? Das hat damit nichts zu tun. Das ist 5 über 2 und soll eine bestimmte Anzahl ausdrücken. Ja, es geht ja hier um Kombinatorik und Kombinatorik heißt, wir zählen, auf wie viele Art und Weisen man bestimmte Dinge anordnen kann. Und ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Und dieses Beispiel ist ein schönes Beispiel. Und zwar 5 über 2. Da finde ich, kann man am besten erklären, wenn man sich vorstellt, man hat 5 Kugeln. Ja? Eis? Eis? Eiskugeln oder einfach so Kugeln? Nee, das sind keine Eiskugeln. Du hast Hunger oder was? Naja, wer hat denn einfach so Kugeln, weiß ich. Ich. Wo? Hier. 5 Kugeln. 5 schwarze Kugeln. Nee, das sind keine 5 schwarzen Kugeln. Das sind 5 weiße Kugeln und 2 davon sind grau. Ja? Okay. 2 davon sind grau. Nee, dunkler. So. Das bedeutet, du siehst schon mal, ja, die 5 ist also die Gesamtanzahl, die wir haben. Und die 2 da unten, die Zahl, die unten steht, ist sozusagen diese Teilmenge. Mhm. Ja? So, und jetzt habe ich einfach mal die beiden grauen hier an die erste und zweite Position gelegt. Ja, also die Kugeln liegen in einer Reihe. Mhm. Und könnte ich jetzt die grauen Kugeln auch in eine andere Position hier bringen? Ja. Ja, klar. Ne? Ich könnte sagen, okay, die bleibt hier und die zweite kommt dahin. Oder was könnte ich noch machen? So als Beispiel ganz mal. Ganz vieles. Du kannst sie ans Ende machen. Ich könnte sie beide ans Ende setzen. So. Und jetzt hast du schon begriffen, was der Binomialkoeffizient sagt. Denn die Anzahl der Möglichkeiten, die es gibt, hier die beiden grauen Kugeln zu positionieren, das zählt dieser Ausdruck 5 über 2. Ja. Wie viele Positionen kann ich da machen? Und das Schöne ist ja, Taschenrechner-Man ist auch am Start. Und können das auch ausrechnen, 5 über 2. Und zwar nimmst du dann einfach mal deinen Taschenrechner hier, diesen Casio ClassWiz Chico Chaco, und dann tippt man 5 und jetzt Shift geteilt und dann ist da so ein kleines C und dann 2. Klick. Also 5, Shift geteilt, 2, dann auf gleich drücken und es kommt 10 heraus. Und das bedeutet, es gibt hier genau 10 Möglichkeiten, 2 graue Kugeln in einer von insgesamt 5 Kugeln in einer bestimmten Reihe, in einer bestimmten Position hier anzuordnen. Ja. Ja. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Was glaubst du wohl, ist 5 über 3? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Naja, also das sind die weißen Kugeln, die wir hier haben. Genau. Ich kann natürlich sagen, okay, ich habe hier 5 Kugeln, 3 davon sind weiß und die anderen beiden grau. Das bedeutet, 5 über 3 ist 5. Was ist das dann? Wie soll ich das jetzt machen?
Ja, du hast ja gerade das Ergebnis schon gesagt. Du hast gesagt, ja, dann kann ich doch hier einfach die Weißen nehmen. Ändert sich dann also irgendwas hier an der Anzahl der Positionen? Nee. Also 10. 10. Auch 10 hinten. Das heißt, 5 über 2 ist dasselbe wie 5 über 3. Ja? Bedeutet jetzt, 10 über 2 ist dasselbe wie 5, was? 10 über 2 ist Ja. dasselbe wie? 5 Nee, über nee, n. nee, nee, nee. Wir haben jetzt Aber gerade festgestellt, dass 5 über 2 dasselbe ist wie 5 über 3. ja. Jetzt wollte ich ein anderes Beispiel machen mit Ja. 10. 10 über 2 ist dann also die gleiche Ach Anzahl wie? so, wie 10 über 3? Nein. Hä? Guck mal hier. Du hast wie viele Kugeln? 5. Und wenn du zwei graue hast, hast du automatisch wie viel weiße? 3. Von 5. Wenn Ja. du 10 Kugeln hast, du hast zwei graue, hast du automatisch wie viel weiße? So, jetzt gecheckt. Ja. Also hier, wenn hier eine 2 ist, ist da die 8, also das zusammen 10, ne? Das wäre die gleiche Anzahl. Ja, das ist der Binomialkoeffizient. Und der kommt in einer berühmten Formel vor, die wir jetzt noch nicht machen, denn die brauchst du jetzt noch nicht. Ja? Ja. Dieser Binomialkoeffizient, den kann man natürlich, also wir haben den ja gerade mit dem Taschenrechner ausgerechnet, ja? 5 über 3 haben wir mit dem Taschenrechner gemacht, TR, und dann kam ja 10 raus. Wir können aber auch 5 über oder 3 oder 2, also ist egal ob 3 oder 2 jetzt, ne? So, wir können aber auch Folgendes tun, das Ganze mit einer Formel berechnen. Und zwar erkläre ich dir gleich, 5 Fakultät durch, Klammer auf, 5 minus 3, Klammer zu, Fakultät mal 3 Fakultät. Also immer hier oben das, was hier steht, hier unten die 3, die hier steht. Und dann einmal das beide subtrahieren. Und dann dieses Ausrufezeichen. Und was bedeutet das Ausrufezeichen? Das Ausrufezeichen heißt, dass ich hier oben 5 runter multipliziere bis zu 1. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal, naja, 1 schreibe ich nochmal hin. Müsste man eigentlich nicht. Ne? Also 5 runter multiplizieren bis zu 1. 5 minus 3, das ist natürlich eigentlich nur 2. Also habe ich hier 2 Fakultät stehen, also 2 mal 1. Und dann kommt mal und 3 Fakultät ist dann 3 mal 2 mal 1. Also von der 3 runter multipliziert. Ja, und jetzt kann ich hier wild kürzen. Die 3, die 3, die 2, die 2. Ich kürze mal auch die 1 einfach weg. Hier können wir die 2 noch wegkürzen. Durch 2 teilen ist 1 ist 2. Und dann haben wir hier am Ende nur noch stehen oben 5 mal 2 und das ist ja gleich 10. Ne? Da kommen wir zum selben Ergebnis. Aber diese Fakultätgeschichte, ganz ehrlich, ich bezweifle, dass du die großartig brauchst. Ja? Was du wissen musst tatsächlich, ist die Geschichte hier 5 über 3 mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ja? Da gibt es immer irgendwie so eine Formel. Bei uns ist das hier, also NCR sozusagen, ne? N über R, N wäre jetzt hier die 5 und R wäre jetzt hier die 3. Ne? Diese kleine Taste hier auf dem Taschenrechner ist es hier bei dem Casio und ich glaube bei den meisten Casios. Ansonsten müsst ihr da mal schauen, wo ihr da eine Taste habt. Wir können noch mal eine kleine Anwendungsaufgabe dazu machen. Und zwar, wenn du 8 Fußballmannschaften hast. Ne? Fußball, ja, ich könnte auch Volleyballmannschaften Nee, sagen Entschuldigung, oder kannst du das? Lacrosse-Mannschaften. Fußballmannschaft, das ist ja ein Wort, Schaften. Schreibst du das gerade mit Doppel-S anstatt SZ? Nein, wieso? SZ hier. Ja. So, 8 Fußballmannschaften haben wir. Und wir fragen uns jetzt, wie viele Paarungen gibt es? Also 8 Mannschaften sind da und
Jeder soll einmal gegen eine andere Mannschaft spielen. Mhm. Wir haben also ein Spiel und in einem Spiel nehmen wir immer zwei Mannschaften teil. Und das könnten wir jetzt tatsächlich so symbolisieren. Das heißt, hier sind die acht Mannschaften. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mannschaft. Und jetzt könnte ja zum Beispiel die Mannschaft gegen die antreten. Mhm. Ja? So, also wie viel Paarungen gibt es im Endspiel sozusagen? Also die spielen ja dann irgendwie so eine Gruppenphase, ja. Und am Ende stehen aber auf jeden Fall zwei Finalisten. Das ist ein bisschen präziser. So, ne, ich habe mich da vielleicht gerade komisch ausgedrückt. Also wir haben ein Turnier, ein Fußballturnier, acht Mannschaften sind am Start und am Ende gibt es zwei, die im Finale sind. Und wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt für diese Paarung im Finale? Und es könnten ja zum Beispiel die beiden Mannschaften hier sein. Oder aber natürlich auch, ja, ich mache jetzt nochmal meine acht Kugeln hier hin. Oh nee, ich will sie in blau haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann es aber auch einfacher machen. Pass auf, wir haben ja hier schöne die Copy- und Paste-Funktion. Oh, zack, und noch eine Paste-Funktion. Oh. Wunderbar. So, ich könnte die beiden Mannschaften nehmen. Die ersten beiden könnten es sein. Es könnte aber auch sein, dass die Mannschaft und die Mannschaft im Finale steht. Oder die Mannschaft und die Mannschaft oder die beiden. Und du merkst schon, worauf es hinausläuft. Es ist im Endeffekt nichts anderes als die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, hier zwei Kugeln sozusagen hier anzuordnen, zu positionieren. Anschauen. Zwei, ja, gut, aber ne, ich habe es jetzt mit diesen Kugeln gemacht. Also, ja. Du kannst das Beispiel natürlich übertragen auf Fußballmannschaften. Ja? Das ist nämlich die große Kunst dann, bei diesen Stochastikaufgaben. Einmal dieses abstrakte Beispiel mit den Kugeln, das sozusagen dann zu übertragen in so ein Beispiel mit Fußballmannschaften. Ja? Deswegen male ich dann auch immer die Kugeln auf, weil ich mir jetzt dann angucke, Moment, passt denn das? Ne? Könnte man sagen, ja, das sind hier Fußballmannschaften und jetzt könnten die gegen die spielen oder die spielt gegen die Mannschaft. Und eine Sache ist noch wichtig. Es ist egal, wie rum das hier sozusagen ist. Ne? Also es ist egal, welche Mannschaft zuerst im Finale ist. Mhm. Ja? Sozusagen die Seitenwahl ist egal. Das heißt, das hier ist immer eine Paarung. Ja. Ja? Wir unterscheiden hier nicht zwischen Mannschaft 1, Mannschaft 2 und du sagst, ja, Mannschaft 1 wird zuerst gewählt und dann Mannschaft 2 oder umgekehrt. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann jetzt hier nochmal so ein Beispiel machen. So, wenn du jetzt sagst, Mannschaft 2 zuerst im Finale, dann Mannschaft 1, ist das dasselbe, als wenn du sagen würdest, Mannschaft 1 ist zuerst im Finale und dann Mannschaft 2. Das unterscheiden wir nicht mehr. Ja. Wenn wir das auch unterscheiden würden, also wenn es jetzt tatsächlich noch auf die Frage ankommt, wer ist zuerst im Finale und wer als Zweiter, dann hätten wir noch eine andere Formel, die geht dann fast genauso. Dann haben wir N-Fakultät durch N-K-Fakultät ohne hinten nochmal K-Fakultät. Aha. Das fällt dann hinten sozusagen weg, ja, in deiner Formel. Du weißt ja, hier hatten wir das ja mal aufgeschrieben, da. Diese 3-Fakultät würde dann wegfallen. Dann, wenn das wegfällt hier hinten, ja, das nur mal am Rande, dann würdest du sozusagen nochmal unterscheiden, wie die Position der beiden ist. Das heißt, du könntest diese beiden Kugeln noch auseinanderhalten. Mhm. In unserem Beispiel, bei diesem Binomialkoeffizienten, kannst du praktisch die beiden Kugeln an sich nicht mehr nochmal unterscheiden. Ja, also, ja. Ja. Die sind beide grau, fertig. Ne? Gut. Ich würde sagen. Ach so, machst du jetzt noch das Beispiel weiter mit dem Fußball? Ach so, ja. Oh Gott, wir haben ja noch gar nicht zu Ende gerechnet. Also, na gut, im Prinzip haben wir schon gemacht. Das heißt, du kannst also sagen, wenn du diese acht Fußballmannschaften hast, ne? Und du willst wissen, wie viele Möglichkeiten gibt es für Finalpaarungen, dann ist das eben 8/2. Ne? So, und wenn man das ausrechnet, ich mache das mal eben, 8 über 2 gleich, dann sind es 28 mögliche Paarungen, die man hier im Finale haben könnte. Ja? Mhm. Das nochmal als Abschluss. Jetzt sind wir fertig, oder? Ja. Gut. Wunderbar. Ja, Svea,
das war's. Hier ein paar Sätze zum Binomialkoeffizienten. Und damit soll es das für heute erstmal gewesen sein. Weitere Videos folgen natürlich. Ich wünsche euch viel. Was wünsche ich euch eigentlich? Ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben, auf jeden Fall, ne? Wenn ihr hier Sachen zum Binomialkoeffizienten habt. Und wir sehen uns natürlich. Schönes Wetter wünschen wir noch. Schönes Wetter wünschen wir noch. Und wir wünschen vor allen Dingen auch, dass ihr das nächste Mal, wünschen wir uns nämlich, nochmal reinschaut bei uns. Und wenn ihr Fragen habt und so weiter, in die Kommentare. Ne? Ich beantworte die auch. Bis denn. Tschüss. Tschüss.